Ja, moin moin Leute, hier Tobi wieder mit an der Front mit einem neuen Guide, der hier schon so ein bisschen immer wieder gecallt wurde. Wir springen mal direkt rein, diesmal direkt ins Game rein. Es wurde immer mal wieder gecallt und zwar ist es Wladimir Wladuchowski, der Wladimirierte. Gehen wir erstmal auf die Skins ein, das Wichtigste eigentlich, wofür ich diesen Guide auch mache. Also der Blutlord Wladimir, der ist schon ziemlich nice. Der neue, dieser Grünling Wladimir, der ist auch not all bad, der ist auch nicht schlecht, der ist sogar ein bisschen günstiger, aber der ist auch cool. Die anderen Wladimirs, ja, läuft so ein bisschen, ne? Wir spielen Wladimir auf der Toplane, wird jetzt relativ oft auch in der Midlane gezockt, wir spielen jetzt allerdings auf der Toplane und ich finde, da gehört er auch hin. Wir spielen hier gegen Shyvana, okay. Und zwar, ja, Masteries und Runen muss ich euch jetzt erstmal so sagen, vielleicht kann ich im Nachhinein nochmal drauf eingehen. Und zwar sind die Runen nämlich, haben wir in den blauen, komplett Scaling Cooldown Reduction, komplett, das sind 15%. In gelb habe ich 3 oder 4 mal Armor und den Rest Scaling Health. In rot habe ich Magic Pen und in den Quintessenzen Ability Power, da könnte man auch optional Movement Speed machen, da müsst ihr selber so ein bisschen schauen, ich würde Ability Power empfehlen, Movement Speed ist aber auch in Ordnung und geht. Ansonsten, Summoners würde ich auf jeden Fall Teleport nehmen eigentlich, Flash Teleport, ein paar spielen auch mit Ghost, aber also Flash Ghost ist aber nicht zu empfehlen, weil euch dann dieser Teleport fehlt. Also grundsätzlich gerade im höheren Bereich würde ich Flash Teleport nehmen, da wir jetzt hier tatsächlicherweise, ja wie soll man sagen, weil ich einfach, ich denke, ich bin, ich sag ja immer so, ich spiele besser als der Gegner, deswegen will ich ihn töten, ich will darauf snowboarden, ich spiele jetzt mit Ignite, weil ich den Gegner töten möchte, ich will darauf snowboarden und dadurch Potenzial haben, ich habe aber schon viele Games auf Dia, oder in dem Bereich, wo ich Wladimir gespielt habe und mir einfach der Teleport fehlt, also ich würde Teleport empfehlen, vor allem, weil Wladimirs Early Game, das ist unterschiedlich, Wladimirs Early Game kann sehr stark sein, kann aber auch sehr eklig sein. Grundsätzlich sagen wir erstmal, das ist sehr eklig, also sehr, sehr eklig für ihn selber, weil, ja, also sein Q ist das, sein wichtigster Spell, sein Bread and Butter, sagt man immer so schön, sein Brot und Butter. Das macht Damage auf den Gegner und saugt so ein bisschen und 21 HP gibt das hier aktuell wieder. Hat 9 Sekunden Cooldown, kostet nichts. Ist ein ganz cooler Spell an sich, aber ja, hat halt 9 Sekunden. Das wird mit Level 9, da sind wir, ab Level 9 sind wir richtig stark, da haben wir das nämlich auf Stufe 5, das Ding. Und da, ab da fängt so richtig an, Damage zu machen und im Late Game sind wir dann richtig nice. Also, Wladimir ist so ein Champion, der wird, ab Level 9 ist so der erste Power Spike und dann geht's so ins Late Game, richtiger Late Game Champion. Deswegen würde ich ihn für Solo Queue nicht unbedingt empfehlen, ich mache den Guide nur, weil es öfter angefragt wurde. Ich würde ihn grundsätzlich nicht für Solo Queue empfehlen. Masteries haben wir ganz normal 21.9 gewählt, ganz relativ Standard eigentlich. Also wie gesagt, unser Q werden wir, oder fangen wir erstmal mit Bild an, und zwar grundsätzlich kann man mit Schuhe 4-Pot anfangen. Wenn ihr einen fetten AD-Gegner habt, dann würde ich mit Rüstung 5, wo ihr wisst, dass der an euch rankommt, so eine Riven oder sowas, oder Irelia, auf jeden Fall Rüstung 5 anfangen, das kann man ganz schnell in dieses Armschienen-Ding ausbauen. Jo, also wenn man gegen einen fetten AD-Gegner spielt, auf jeden Fall Rüstung anfangen und das dann direkt auf Schiene upgraden, so früh es geht. So, mit unserem Q ist das jetzt folgendermaßen, wie auch in ähnlichen Champion Guides schon. Wir werden jetzt gucken, dass wir die Minions, wir haben zwei Optionen. Entweder wir last-hitten die Minions mit Q, wenn wir sagen, ja, wir sind nicht ganz so safe, dann last-hitten wir die Minions mit Q, wenn wir aber die, wenn wir sagen, ja, Last Hit habe ich drauf, dann mache ich die Last Hits hier und sauge ihr Leben aus. Ich mache jedes Q, was ich habe, werfe ich auf sie und deswegen sage ich, ist es eklig, das Early Game von Wladimir, für den Gegner diesmal jetzt, weil ihr seht, dass ich sauge, ich bin so ein richtiger Staubsauger. Ich sauge ihm so richtig, ich bin so ein richtiger Moskito. So mit Level 2 nehmen wir den W, um einfach safe zu sein. Mit 3 nehmen wir wieder den Q. Wir sind richtiger Staubsauger. Ihr seht es, ich saug alles raus, was ich habe bei ihr. Komplett, die ganze Zeit, jeder Cooldown. Man kann auch, wenn man mal an den Gegner nicht rankommt, dann kann das auch mal eben auf so einen Minion machen, damit man diesen Life nicht weggibt. Also wichtig, man darf das Life nicht weg. Also man verpasst ja sonst HP. Sie ist schon ziemlich lau, sie hat schon ziemlich viele. Ihr seht auch, ich mache immer ziemlich viele Outhits auf sie, aber sie pusht. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, dass ich hier nicht zu sehr unterm Turm gepusht werde, weil unterm Turm kriege ich die nicht. Aber sie ist schon ziemlich unter Druck hier auf jeden Fall. So, jetzt muss ich nämlich gucken, ob ich den mit Q... Ne, schade. Mit Q kann man sie so ein paar Minions auf jeden Fall... Ich glaube, sie geht jetzt back. Obwohl, ne, sie ist noch da. Diese Kanone zum Beispiel. So, nächster Punkt. Wieder in Q rein, damit wir einfach noch mehr saugen. Das E kostet Life.
Deswegen will ich das jetzt noch nicht haben. Das kostet mir zu viel AP, ehrlich gesagt. Deswegen machen wir uns jetzt erstmal. Zum Beispiel, jetzt komme ich nicht an sie ran und jetzt mache ich mal Q, damit ich den Health habe, die zusätzlichen HP. So, wir müssen gucken, sie hat keine Pots mehr, die ist relativ low. Also könnten wir sie gleich angehen. Unser Pool, den benutzen wir. Zwei Optionen waren wir, unseren Pool benutzen. Entweder, wenn wir escapen wollen, dann benutzen wir den so spät wie möglich. Das sind 20% aktuelles Life. Wenn wir den jetzt machen, verlieren wir richtig viel AP. Also bei 100% würden wir 20% verpassen. Bei. Ja, wenn ich 5% habe, dann würde ich 20% von 5% verlieren, also nichts. Also so spät wie möglich, so spät wie möglich. Manchmal poolen die Leute so früh, dass sie mehr Schaden dadurch durch den Pool kriegen, als was sie eigentlich bekommen hätten. So, wir müssen jetzt weiter bullen. Ich habe jetzt E geskillt, das E benutzen wir erstmal nicht, das kostet zu viel AP. Jetzt zum Beispiel komme ich nicht ran, Q hier drauf. Das E ist stackbar, das kann man viermal stacken, das macht jedes Mal, wenn man stackt, 25% mehr Damage. Das heißt, man sollte, bevor man engaged, sollte man das ein paar Mal stacken. Das heißt, wir machen das jetzt einmal mal hier. Am besten treffen wir die dabei gleichzeitig, zack, ein bisschen getroffen. Wir können das stacken. Wir sollten das aber möglichst immer stacken, wenn das maximal am Auffahr kurz vorm Auslaufen ist, sollte man das stacken. Weil uns das sonst einfach zu viel AP kostet. Jetzt zum Beispiel, zack. Aber auch nur, wenn ich jetzt wirklich den Gegner töten will. Was ich jetzt so angehen will. Hier wieder das Ding verteilen, immer so ein bisschen mitgeben. Paar Outwits machen. Da kommt, glaube ich, ein Gank. Das sieht okay. Nee, das ist einfach retarded von ihr. Ich weiß nicht, was sie getan hat, aber es war ziemlich retarded. So, jetzt seht ihr auch, das 4, das ist auf vierfach. Das erhöht außerdem unsere Heilung und Regeneration um 4%. Das heißt, unser Q gibt mehr HP. Unser Spellvamp, den wir später haben, gibt mehr HP. Und unser Life-Rack ist erhöht. So, wir gehen jetzt back. Wenn wir gegen einen fetten Gegner spielen, der AD-Damage macht, sie macht das Hybrid-Damage, aber ein Gegner, der sehr, sehr viel AD-Damage macht, da machen wir zuerst die Klaus, dieses Ding hier, sehr, sehr starkes Item. Gegen alles andere würde ich auf jeden Fall zuerst den Revolver machen. Das ist unser Core-Item auf jeden Fall. Revolver. Durch diesen Revolver haben wir nämlich das Potenzial, dass unser Q noch mehr AP wiedergibt und unser E auch anfängt, nichts mehr zu kosten. Das kostet ja 30 AP und mit diesem Revolver kostet es entweder nur noch ganz wenig oder nicht mehr so viel auf jeden Fall. Also oder gar nichts mehr. Das E würde ich, wie gesagt, später ist es wichtig, dass man das vorm Fight stackt, nicht anfangen im Teamfight zu stacken. Das muss vorm Teamfight muss das full gestackt sein. Und dass man aber in der Lane muss man damit aufpassen. Damit pusht man die Lane sehr hart und damit, ja, ist halt schwierig. Also, weil, so jetzt gehen wir direkt weiter hier. Jetzt zum Beispiel zum Gegenpushen hier reinlaufen, einmal E machen und dann kriegt ihr auch sehr viel HP. Bei so einer Wave kriegt ihr sogar wirklich HP wieder durch das E. Können wir mal gucken. Okay, ich kriege jetzt sehr, sehr viele Outfits ab, deswegen kann man das jetzt nicht so werten. Aber, ja. Den Pool, wie gesagt, offensiv kann man den und defensiv nutzen. Defensiv wirklich zum Escapen, ganz knapp zum Skillshots, Projektile, irgendwelche Ultis dodgen. Ja. Oder, offensiv geht es auch entweder zum Baiten, indem man unter sie drunter geht und dann zum Beispiel im Early Game kann man oft so ein Bait Gank, also ein Gank, ein Bait Ganken, so ein Gank Baiten. Kriege ich da so einen Sauger rein? Komm jetzt her. Wieso ging mein Q jetzt nicht? Please. Also kann man auch oft so ein Gank Baiten, indem man einfach zu sie reingeht und sie slowt. Einfach hingehen und slowen. Jetzt zum Beispiel so und dann W slow. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aggressiv hier. Jetzt zum Beispiel könnte ich gucken, okay, da kommt der Ignite. Jetzt pull ich mal jetzt und dann flash ich direkt. Das ist der Plan. Ja, ich muss jetzt mal wegkommen, aber jetzt muss ich gleich seinen Q nur dodgen. Das klappt ja wohl. Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen overextended, war ein bisschen viel geplappert, aber ist nicht so schlimm. Also jetzt habe ich euch gezeigt, how to pull ganz spät, so spät wie möglich. So spät wie möglich. So spät wie möglich. So. Items, wie gesagt, ist dieses Ding extrem wichtig. Es ist extrem wichtig, weil es gibt uns CDR und erhöht unseren Heal extremst. Also dadurch haben wir CDR und 20% Spellvamp. Sehr, sehr starkes Item. Ansonsten, wie gesagt, unser Core. Dieses Item. Dieses Ding hier. Dann das Teil hier. Gerade auf der Toplane. Meistens fast alle Matchups. Vielleicht Rumble nicht, aber dieses Teil. Und dann die Magic Pen Boots dazu. Man kann auch CDR Boots machen. Man muss gucken. Also, oh, jetzt hat das mich den Tower hier fast gekostet. Das ist mad. Aber den werde ich verteidigen. Ah, okay. Holz brennt. Holz brennt. Fiddle brennt. Dieser Fiddlestick. Okay, das schafft er. Das ist kein Problem für ihn. So, wir sind jetzt wieder auf der Lane. Wir wollen jetzt gucken. Wir pushen jetzt. Was sie geht back. Deswegen pushen wir jetzt. Wir stellen uns hier rein. Machen einmal E. Wichtig ist, bevor ihr Q macht. Also, ihr müsst immer erst immer E machen. Und dann macht ihr Q. Weil das E erhöht ja eure Heilung. Das heißt, wenn ihr erst E macht, wird eure Heilung erhöht hier durch diesen Stack und dann macht ihr das Q, dann kriegt ihr nämlich mehr Heilung durch das Q. Also EQ, immer EQ, EQ, EQ. Unsere Ulti macht einen AOE-Effekt, könnte man eigentlich als Buff bezeichnen.
So, ah, ich werde angegriffen. Hier, stop jetzt, Bro. So, jetzt wieder E, Q. Man kann das sogar während beide fliegen gleichzeitig machen, quasi. Also während das E fliegt, kann man schon das Q machen. Hier mit der Ulti, das macht so ein Bereich. Das macht erstmal gar keinen Schaden. Das ist ein Dot. In der Zeit kriegen alle Gegner 12% mehr Damage. Das wird mit der Zeit, glaube ich, 20%. So, jetzt können wir wieder hier so ein bisschen harassen. Das ist ganz cool. Es wird mit der Zeit sogar 20%, glaube ich. Das heißt, sehr, sehr gutes Teamfight-Potenzial. Einfach reinhauen damit und dann in der Zeit Damage machen und dann kommt danach so ein Dot. Also so ähnlich wie Zed, aber ein bisschen anders, weil. Also ähnlich so. Es ist halt so nach einer Zeit, so ein Damage kommt der erst. Ne? Also der Schaden am Ende ist halt relativ gering, muss man tatsächlich sagen. Aber so, jetzt können wir auch ziemlich hart. Jetzt können wir mal Ulti drauf und jetzt poolen wir, damit sie geslowt ist und wir hinterherkommen. Zack, nochmal alles schön in die Ulti reinhauen. Zack. Grundsätzlich muss man sagen, ich würde mich nicht zu sehr auf den Ulti-Damage verlassen. Wir sehen hier, das sind, ja, das sind 224, das ist okay, das ist, also Lissandra-Ulti hat zum Beispiel 150 nur. Ja gut, das hat auch nur 150. Also ist relativ wenig eigentlich. Aber ihr müsst das ja auch so betrachten. Wir haben ja auch diese 12% Increased Damage. Die gehören eigentlich, müsste man die in Zahlen, was ich jetzt mit meinen Spells Increased Damage gemacht habe, müsste man das eigentlich mit einrechnen. Also wir gucken mal, habe ich das Buchgeld schon? Das Buchgeld? Ja. So, Buch ist fertig, das ist sehr, sehr schön. Wir warten noch einen Pot. Ja, da ist es. Zack. So, ihr habt jetzt gerade benutzt, gesehen, ich habe es offensiv benutzt, diesen Pool diesmal zum Hinterherchasen. Das ist ganz cool auf jeden Fall. Kann man hinterherchasen. Ja, ansonsten, Wladimir gibt es viele verschiedene Varianten, wie man ihn bauen kann. Ich mach mal diesen Chat hier aus, das ist ein bisschen retarded gerade eigentlich. Gibt es viele Varianten, wie man ihn bauen kann. Es gibt CDR-Wladimirs, es gibt. Also CDR sollte man immer so ein bisschen bauen. Das machen wir ja zum Beispiel. Wir haben jetzt mit unseren Runen 15%, Mastery ist 5%, das heißt, wir sind schon bei 20. Und dann dieses Ding hier sind nochmal 10, das heißt, wir sind bei 30%. Wenn wir jetzt fette AP-Gegner haben, dann könnten wir noch. Ich versuche jetzt immer mit meinem E zu treffen hier. Wir können jetzt zum Beispiel zum wieder aggressiv hinterher pullen, das laut und direkt wieder EQ. Okay, sie lässt sich hier so ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Obwohl doch. Hinterher chasen und. Oh, okay, ich habe sie noch gekillt. Reicht das? Ja. Ganz knappes Ding auf jeden Fall. Ganz knapp. So, ihr könnt euch mit dem E übrigens nicht umbringen, Leute. Ihr könnt euch damit nicht umbringen. So, also man sieht schon, sie kommt auf jeden Fall nicht drauf klar. So, jetzt stellen wir uns wieder hier schön in alle rein und Qen. Schön alle rein, Qen. Hier noch so ein E, zack, dann sind sie alle weg. Oh, really überlebt. So, was war, was war, was, 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 was hatte ich gesagt? Ach so, CDR ist grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Ob man jetzt tatsächlich 40% baut, muss man entscheiden, ob das einem worse ist oder nicht. Ist schon ziemlich stark, aber muss man dann wirklich gucken. 40% könnte man durch diesen Build, den ich habe, erreichen, indem man noch Spirit Visage am Ende baut. Spirit Visage ist sehr, sehr stark auf Wladimir, weil Spirit Visage gibt uns 10% CDR, damit hätten wir 40%. Außerdem gibt das Magieresistenz, wenn ich sie denn brauche. Und es gibt, was das Wichtigste ist, es erhöht die Heilung. Die Heilung, Wladimir ist im Late Game, kann er sich immer wieder heilen. Heilen, heilen, heilen. Vor allem, wenn wir 40% CDR haben. Wir heilen uns die ganze Zeit, wir poolen, heilen uns wieder, Stundenglas, heilen uns. 20% mehr Healing, das ist schon ziemlich krass. Also, da müsst ihr aber gucken. Also, es gibt bei Wladimir, es gibt auch früher gab es Warmogs Wladimirs. Also, bei Wladimir ist es halt so, seine AP wird in HP umgewandelt. Also, er sein Passiv gibt 4, sehen wir das. Durch HP kriegen wir zusätzlich 8 AP und durch AP kriegen wir zusätzlich 200 HP. Das war jetzt ein bisschen verwirrend, aber wir kriegen halt quasi im Endeffekt zusätzliche Stats. Wenn wir jetzt fette HP bauen, kriegen wir ein bisschen AP dazu. Wenn wir fette AP bauen, kriegen wir HP dazu. Deswegen wir relativ. Man kann jetzt hier ziemlich krass bullen, auch wenn ich unterm Tower ein bisschen Damage kriege. Ich kann mich so krass heilen. Das ist gar kein Problem. Ich werde jetzt diven. So, Ulti drauf, EQ. So ein bisschen jetzt. Okay, sie ist. Können wir dann noch hinterher flashen? Okay, der Flash war jetzt schlecht. Ich hätte früher flashen müssen, um sie zu slowen, aber ist jetzt nicht so wild. Ihr seht, man kann. Okay, ich bin ultra fett jetzt, ne? Also. Aber man kann da schon ziemlich deep reingehen. Also, ich benutze mein Pool, wie man sehen kann, jetzt die ganze Zeit nur aggressiv. Wir können jetzt hier auch hinter 20 Türmen farmen gehen. Ihr seht auch, ich krieg super viel HP immer wieder. Also, das Q, das ist auch relativ fix immer wieder ready. Wir haben es jetzt schon auf 5. Es geht super fix. Man kann hier auch so machen, Leute. Stellt euch hier hin. Dann fliegt das hier rüber. Dann könnt ihr den noch mitfarmen. Das ist auch eine ganz lustige Sache eigentlich. Und dann könnt ihr einfach den ganzen Scheiß hier spammen, bis das Ding umfliegt. Also wir dominieren die Top-Lane des Todes. Sie hat 47 Farmen. Wir haben 87. Also ist schon ziemlich krass. Wir können jetzt hier auch so im Jungle ein bisschen den Stack immer aufrecht halten. Ich konnte jetzt zwar nichts treffen. Trotzdem aufrecht halten. Damit wir einfach. Das Ding macht jetzt 100% mehr Schaden. Das ist ziemlich heftig. Können auch dabei ein bisschen laufen, wenn wir Bock haben. So ein bisschen kiten irgendwie, keine Ahnung. Können jetzt hier.
Halt, okay, dieses Game dominiere ich halt ziemlich hart. Es ist nicht so oft, dass man es mit Wladimir so krass macht, aber wenn das natürlich klappt, dann ist das natürlich lustig, ne? Dann können wir jetzt hier eben nebenbei noch alles mit einsammeln. Könnten auch in die Midlane vielleicht roamen. Dadurch habe ich mich halt durch Ignite gesnowballt, ne? Muss man halt sagen. Durch Ignite gesnowballt. Ansonsten jetzt zu meinem Bild noch weiter. Wir haben jetzt das Ding. Als nächstes werden wir uns die Magic Pen Boots kaufen. Lässt du das wohl bleiben? Werden wir die Magic Pen Boots verkaufen und dann werden wir uns auf Stundenglas fokussieren. Warum Stundenglas? Stundenglas, sie hat Ulti, deswegen chase ich da jetzt nicht hinterher. Außerdem sind die Minions hier eh mehr wert als sie. Stundenglas hat den Vorteil, wenn wir viel CDR haben. Bei 30% muss man gucken, ob es reicht. Bei 40 ist es auf jeden Fall cool. Das heißt, ihr könnt Pool machen, wenn es knapp wird. Dann, wenn ihr aus dem Pool rauskommt, drückt ihr Stundenglas. Und dann könnt ihr wieder Pool machen. Also ihr seid super nicht zerstörbar. So, jetzt lassen wir hier der Turm macht jetzt hier schön Minions kaputt und ich mache hier schön auch Minions kaputt. Das ist so ein Nehmen und Nehmen ist das. Also, ist ganz lustig eigentlich. Übrigens hier auch wichtiger Tipp. Das E braucht keine Vision. Wenn sie jetzt hier in den Busch geht und ich hier mein E mache, fliegt das trotzdem im Busch. Auch wenn ich keine Vision von ihr habe. Will sie mich echt trainen? Okay, da gehen wir jetzt drauf ein. Okay, sie haut ab. Haut direkt ab. Lee Sin können wir auch traden, glaube ich. Haut direkt mal einen Pot rein. So, okay, er will mich kicken. Jetzt ein bisschen. Okay, jetzt könnte es etwas eklig werden, obwohl es geht, glaube ich. Ja, er merkt schon. So einfach wird es nicht. Wir sehen aber auch meinen Sustain. Der kommt die ganze Zeit. Ich habe jetzt gleich wieder einen Pool, deswegen bin ich recht aggressiv gerade hier. Ich will das auf jeden Fall machen mit ihm. Am besten kickt er mich jetzt. Das wäre cool, wenn er mich jetzt trifft. Ich stelle mich extra. Oh, ich wollte mich extra hier so ein bisschen hinstellen, damit er mich trifft, aber. So, da ist der Pool, da ist der Pool, da ist der Pool. Zack. Und weg mit dem Boy. Also mit dem Pool kann man ganz lustige Sachen schon mal machen. Und ihr seht, das Q ist permanent ready. Ihr könnt es einfach spammen. Wir haben gerade 35%. Das Girl könnte ich mich wahrscheinlich auch noch mit befassen, aber. Ja, eigentlich. Okay, jetzt wird's eklig, okay. Das geht dann nicht mehr. Aber okay, das war halt ein bisschen greedy. Coole Items, wenn ich jetzt auch sagen, mein Early Game ein bisschen boosten will, könnte ich mir auch noch dieses Haunted Geist kaufen. Das wäre auch noch in Ordnung. Da, also Haunted Geist. In Liandis ist es nachher auch sehr, sehr cool. Wie gesagt, es gibt viele verschiedene Varianten. Ihr könntet diesen Tanky-Build machen. Zum Beispiel mit Spirit Visage, vielleicht auch eine Varmox. Würde ich jetzt nicht so empfehlen, aber Spirit Visage und 40% CDR müsst ihr gucken. Ihr könnt auch den Tank-Schmelz-Build machen. Das heißt, Relize plus Liandis. Ihr habt permanent AOE-Damage, permanent EQ, EQ, permanent mit 40% CDR die ganze Zeit die Scheiße rumspammen. Damit schmelzt ihr jeden Tank weg. Jeden. Ihr könnt aber auch den Full-AP-Build machen. Also da müsst ihr halt einfach mal schauen, wie ihr Bock habt. Wir bauen jetzt hier auf jeden Fall Stundenglas. Magic Pen Boots sind da. Stundenglas ist, wie gesagt, sehr, sehr stark. Pool, Stundenglas, Pool. Super krass auf jeden Fall. So ähnlich wie bei Fitz. E, Stundenglas, E. Also sehr, sehr nice auf jeden Fall. Es geht am Anfang natürlich nicht, selbst wenn wir schnell fertig werden, weil es noch 20 CDR hat, dafür Cooldown. Dafür müssen wir es erstmal ein bisschen skillen. Aber ja. Der Pool heilt übrigens, ne? Also das habe ich jetzt nicht erwähnt. Also wenn ihr unter jemanden runterpoolt, heilt der hier euch für 15% auf irgendwas, keine Ahnung. Ist halt eher uninteressant, also. So, jetzt seht ihr auch, farmen können wir jetzt schon ganz cool hier auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall immer farmen. Wir müssen immer farmen, Leute. Farmen, farmen, farmen. Weil Wladimir ist ein Late-Game-Champ. Ich meine, ich habe jetzt schon 5-1 im Early, das ist ganz cool. Aber Wladimir ist auf jeden Fall ein Late-Game-Champ. Ganz, ganz wichtig. So, mein Bild würde jetzt folgendermaßen aussehen. Stundenglas. Dann würde ich Rabadons bauen und Voidstar wahrscheinlich. Vielleicht würde ich aber auch einen Liandis und einen Relize bauen. Das kommt ganz drauf an, wie mein Team aussieht. Ich muss mir einfach an dem Team auf anpassen. Wenn ich sehe, okay, mein Team ist nicht tanky oder die Gegner haben viele Tanks, dann sage ich, ja, okay, dann baue ich jetzt Relize und Liandis. Dann bin ich nämlich tanky und kann gleichzeitig Tanks schreddern. Wenn ich jetzt sehe, okay, wir haben einen Amumu im Jungle, dann kann ich sagen, okay, alles klar. Ich baue jetzt einfach mal. Ich baue jetzt, man sieht hier schon, ich mache so viel Schaden. Da kommt auf jeden Fall ein Gank, das sieht irgendwie so aus. So, jetzt poolen wir aggressiv hier hinterher. Ich weiß gar nicht, ob es so cool ist jetzt gerade. Ja, okay, ne. Jetzt müssen wir mal ein bisschen fix heilen. Wir gucken unsere AP an. Wir haben 9000. 9000 haben wir. Zack, jetzt haben wir schon wieder 1300. Den saugen wir noch. Und dann sind wir auch dabei. War knappes Ding, aber sie ist immer noch da. Vielleicht, ne, so weit geht das nicht. Schade. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht gegankt werde. Zed ist noch in der Mitte. Wow, sie ist immer noch da. Schatz, die kriege ich aber auf jeden Fall nicht. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist hier noch die Wölfe mitnehmen. Wölfe. Also wie gesagt, man kann sich das sehr anpassen. Man kann die Full-AP-Variante gehen. Wenn ihr zu wenig AP-Damage habt, du fett bist oder auch einfach so, dass Bock drauf hast, Rabadons Void Stuff. Wenn ihr sagt, ja, Team ist, zum Beispiel ich jetzt sehe jetzt auf jeden Fall. Also Stundenglas würde ich aber schon immer bauen.
Aber ich sehe jetzt hier, wir haben hier Z in der Mitte. Das heißt, auf jeden Fall Stundenglas. Ne? Wir gucken jetzt an, was bauen wir? Wir sehen Z in der Mitte. Stundenglas auf jeden Fall. Ansonsten AP Damage, AD, AD. Ja, relativ squishy alle. Okay, es geht. Shyvana ist so ein Bild, geht so, aber relativ squishy auf jeden Fall. Wir können hier unterm Tower locker poken mittlerweile. Das ist super lustig. Wir können auch super hart bullen. Wir können auch mit Sicherheit zwei Leute wahrscheinlich töten. Aber wir dürfen nicht übertreiben. Wir gehen jetzt mal Stundenglas fertig bauen. Movement Speed ist sehr, sehr wichtig übrigens. Deswegen spielen auch viele mit Vladimir, mit Ghost. Damit sie einfach hinterher rennt. Weil Vladimir hat Schaden. Vladimir hat genug Schaden. Er braucht eigentlich nur immer am Gegner dranbleiben und die ganze Zeit Damage machen. Also die ganze Zeit EQ, EQ, EQ. Wir sehen hier unser Q 2,97 Sekunden, unser E 3,34. Deswegen werden auch oft Ghost gespielt. Damit man einfach im Early Game den doppelten Escape hat und in einem Late Game einfach die ganze Zeit hinterher überall die ganze Scheiße spammen kann. Das ist ziemlich stark auf jeden Fall. So, wir haben jetzt Stundenglas. Wir können jetzt auf jeden Fall hier wie viel CDR? 25,86. Wie gesagt, das sind Scaling-Runen, die brauchen noch ein bisschen, aber das sieht schon ganz gut aus auf jeden Fall. Das wird noch hochgehen auf 30%. Ob wir es dann. Wir können jetzt gucken, wird nicht sich eine Spirit Visage lohnen. Selbst gegen Full AD-Teams könnte es sich lohnen, wenn ich Tanky es brauche. Aber wir haben hier Sona mit AP-Damage, wir haben Shyvana mit Hybrid-Damage und Corki mit Hybrid-Damage. Also relativ wenig eigentlich insgesamt. Also lohnt sich eher nicht. Ich werde jetzt als nächstes Rabadons bauen, weil Tankiness. Ja, gut, okay, wir könnten jetzt sagen, okay, wir haben keine Tanks im Team so. Fiddlesticks ist nicht tanky und auch unser Midlaner ist nicht tanky. Das heißt, man könnte jetzt sagen, okay, ich baue jetzt Tankiness aus. Könnte man sagen, ja. Ich glaube, ich baue trotzdem Rabadons, weil, ja, ich meine, ich dominiere gerade so hart. Aber normalerweise wäre es wahrscheinlich cool, tanky. Das Ding ist ja auch, durch Rabadons werdet ihr ja auch tanky, ne? Weil wir AP in HP umwandeln. Also, ihr müsst halt selber das so ein bisschen entscheiden. Wenn ich behind bin, würde ich grundsätzlich den Realize Leandes Build bauen. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr den Guide gesehen habt. Wir haben wenig AP, weil wir eh kein Geld haben. Deswegen kriegen wir gerade so ein Realize und Leandes zusammen. Haben wenig AP, machen aber trotzdem viel Schaden, weil wir es permanent überall drauf halten. Also. So, wir bullen hier wie Sau. Wir gehen jetzt mal Mitte ein bisschen bullen. Oder ich bulle einfach weiter hier. Man nennt mich nicht umsonst den Bulli. Die Tür mit der Tower Damage interessiert mich gar nicht eigentlich. Also, I don't care. I love it. Pra, pra. Bei Vladimir ist halt aber auch echt krass unterschiedlich. Da gibt es Matchups, die sind sehr, sehr stark gegen Vladimir. Dann gibt es Matchups, die sind sehr, sehr schwach. Also, super unterschiedlich. Es gibt halt wirklich. Keine Ahnung. Also dieses Game ist auch irgendwie. Ja, okay, steht F9, aber irgendwie, keine Ahnung, fühlt sich das ziemlich leicht an. Okay, der will da mich kicken. Ja, komm ruhig her. Okay, da kommt jetzt der Kick. Wollte mich gerade kicken, der Boy. Jetzt machen wir eine schöne AOE-Ulti. Hier so ein bisschen, zack. Da machen wir mal Ignite drauf. Jetzt machen wir unser Stundenglas. Jetzt pockt gleich unsere Ulti. Zack, der ist fast tot. Da pot schnell rein. Und den kriegen wir, glaube ich, noch. Ein Q. Ein E. Jetzt ein bisschen kalten. Okay, jetzt wird es langsam wieder viel. Okay, es wurde. Okay, es war aber knapp, Leute. Es war knapp, aber es wurde etwas viel mit der Zeit. Schade. Naja, also vielleicht können sie den Turm hier noch schnell machen. Das wäre cool. Vielleicht aber auch nicht. Es wurde etwas viel, aber das hätten wir schon schaffen können. Aber es war auch greedy. Ich sollte vielleicht auch einfach groupen, aber ich habe derzeit großen Hunger, muss ich ehrlich sagen. Ich knüppel mich hier schon ein bisschen ab. Der Vorteil an Realize ist, dass wir haben kein CC auf Vladimir. Das ist ein Nachteil. Wir haben kein CC auf Vladimir, weil wir Realize haben. Dann haben wir wenigstens, wir werden tanky und wir können die ganze Zeit slowen. Alle Gegner slowen, 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 slowen. Also Realize finde ich sehr, sehr stark auf Vladimir schon wohl. Eigentlich könnte man das schon fast wohl machen, oder? Ja, weil wir jetzt eh kein Tank im Team haben, wie gerade schon gesagt, mache ich das jetzt einfach. Ich will auch nicht normal sterben, Damage mache ich eh genug. Deswegen bauen wir jetzt einfach mal Realize. Wir machen das jetzt einfach mal, Leute. Wir machen das jetzt einfach mal. Weil, wie gesagt, ihr könnt euch da einfach anpassen. Ihr könnt euch da anpassen. Schaden mache ich, wie gesagt, genug. Wir haben auch CDR, ganz cool. Das geht auf die 30 zu. Das passt, das reicht, das läuft. Ich habe Hunger. Okay, da kommt der Engage. Sonyas, das muss nur die Hölle für ihn sein. Wir haben drei Leute mit Sonyas gegen Zed. Das muss die Hölle sein, echt. Ansonsten, wie gesagt, Vladimir sehr, sehr unterschiedlich, weil es gibt halt Matchups. Da ist Vladimir. Ja, so eine Riven, die zerstört einen Vladimir meistens. Also es gibt ein paar Matchups, die sind echt, also Gap Closer Matchups. So eine Riven, die kann doppelt Gap Closer mit ihrem E und mit ihrem Q. Im Early zerfickt die einfach Vladimir. Das ist schon sehr, sehr eklig. Da gibt es halt Matchups, die da seid ihr gut und es gibt Matchups, da seid ihr schlecht. Zum Beispiel Tryndamere könnt ihr genauso wie ich jetzt Shyvana gepawnt habe, könnt ihr auch Tryndamere pawnen. Irgendwann ab Level 6, 7, 8, 9 wird es dann aber eklig allerdings.
Also da müsst ihr dann wieder rumschauen. Jetzt wäre halt Teleport cool, weil ich bin immer sehr, sehr farmlastig auf der Top-Lane. Und wenn dann jetzt im Team wirklich was passieren würde, ich wäre nicht da und könnte auch nicht rechtzeitig hinkommen. Also es ist so ein bisschen schwierig. Ich werde jetzt aber mal groupen, weil ich habe keinen Bock jetzt nochmal zu sterben, ehrlich gesagt. So, unsere Ulti macht mittlerweile 17. Ne, immer noch 12. Wird das gar nicht höher? Okay, es wird anscheinend doch nicht höher. Okay, dann habe ich mich da vertan, aber... ja, es sind... Okay, nice. Okay, nicht nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Oh, die Ulti war ja nicht mal. Aber den kriege ich, den Ball. Guten Tag, wie geht's? Oh, really? Oh, der hat mich... Die Minions haben mich gesehen. Fuck you, Minions. Fuck you, Minions. Naja. Können wir jetzt mal was machen? Ich hätte Bock wohl. Ich hätte wohl Bock. Guten Tag. Ein Interview, bitte. Guten Tag. Jetzt hat man gesehen, mein E fliegt trotzdem hinterher. Machen wir mal eine Ulti drauf. Und ein Pool jetzt hier. Es war... Ich weiß nicht, ob das Wurst war. Wir haben Stundenglas. Das ist auf jeden Fall Wurst. Sie stirbt so. Er stirbt auch. Zack. Double Kill. Läuft bei mir. Also ihr seht, ich nutze meinen Pool sehr, sehr offensiv im Moment, weil ich es kann und nur deswegen. Also nee, also ihr müsst halt einschätzen, ne, ob ihr es defensiv braucht. Offensiv gibt es halt einen guten Slow, es sind 40% Slow, ne, und also schon nicht schlecht. Der Pool, damit könnt ihr alles dodgen, allerdings keine, Dots, so ein Fiddlesticks, der saugt, ihr kriegt trotzdem Damage, ein Morgana-Stun, der kommt, ihr kriegt das Q, also nee, nicht Q, sondern Ulti, den Stun kriegt ihr trotzdem ab. Und den, sagt schnell den. Ja, Ignites und so. Ignites, Fiddlesticks, Sauger, alle diese Dots und Overtime Damage, der geht weiter. Also es dodgt nur aktuell, hier seht ihr jetzt auch, so viel AP habe ich jetzt verloren. Ich hatte voll AP und habe so viel verloren. Im Early Game, dass ein Schaden, so ein Q zum Beispiel, so viel Schaden macht oder sowas, ja, ist... Also da würde ich dann lieber eher ein bisschen Damage kriegen und auf allerletzte Minute dodgen. Also es ist auf jeden Fall mehr worse. So, unser Schaden ist jetzt auf 350. Okay, das ist ganz okay. Ist jetzt nicht ultra, aber da, man muss wie gesagt auch diese 12% einrechnen. Und das ist ja auch fürs Team. Das ist nicht nur für mich. Ne? Das ist fürs komplette Team der Buff. Also es ist eigentlich unmessbar. Das ist extrem viel Schaden. So, mein Team braucht ein bisschen Hilfe. So, kommen wir mal schnell. Kaufen wir mal eben... Jetzt will mich hier das Gemüse flame. Die sollen mal aufhören hier. So, jetzt als nächstes gucken wir. Wir haben noch zwei Plätze. Rabadons Void Service ist jetzt mein Plan. Wir könnten auch Liandius mit reinbringen. Dann sind wir ultra tanky. Aber wie ich sagte, wir haben eigentlich hier keine Tankiness so richtig von denen. Und Rabadons gibt halt auch sehr, sehr viel HP. Ne? Also wir haben halt von denen so gut wie keine Tankiness. Das ist so ein bisschen mad. Wir gucken jetzt mal, was mit ihm da ist. Wir stacken jetzt, wie gesagt, schon mal das E. Wenn ihr, könnte gleich was passieren. Wir stacken das E jetzt auf Cooldown hoch. Die ganze Zeit stacken. Es kostet ein bisschen AP, ja. Deswegen müsst ihr gucken, dass ihr nicht übertreibt. Und dann müsst ihr halt auf das immer hochhalten. Jetzt versuchen wir es einfach die ganze Zeit hochzuhalten. Zack. Okay, Dragon ist anscheinend da. Dann holen wir uns den Dragon. Vladimirs größtes Problem ist wirklich, wie gesagt, dass er keinen CC hat. Das ist sein größtes Problem. Deswegen würde ich Vladimir nie picken, wenn euer Team keinen CC hat. Also... Wenn ihr, keine Ahnung, Niederlehne Midlane habt oder im Jungle und dann noch einen Jace in der Midlane... Dann würde ich keinen Vladimir spielen. Wann ich Vladimir meistens picken würde, wenn ihr einen AD-Midlaner habt. Aber die haben dann meistens auch keinen CD. Hier habt ihr gesehen, ist das wieder rübergeflogen. Wir haben jetzt den geilen Slow hier von oh ja, er ist weggeblinkt. Ich habe gerade mal... Okay, nice. Ihr habt jetzt gerade den fetten Slow von Relays gesehen. Also wie slow sie einfach war. Das war schon krass, ne? Das sind hier... wie viel hatten wir? Das sind 35%. Das ist schon fett hier. Kann man das mal sehen? Ja, schon ganz nett. Schon ganz nett. Zack. Alles Game ist eigentlich over and out. Wir können jetzt mal die Combo kurz gucken. Wir machen zum Beispiel, okay, wir haben es noch nicht full geskillt. Wir haben leider noch nicht so ein hohes Level, deswegen wird es jetzt nicht klappen mit dem Stundenglas, Pool, Stundenglas. Aber grundsätzlich sagen wir jetzt einfach mal, wir poolen. So, man kann auch unter und im Pool Stundenglas übrigens. So, jetzt hätten wir, jetzt machen wir das Stundenglas. Ja, okay, gut, wie gesagt, ich habe noch nicht genug CDR und das Ding hier ist einfach, das fehlt noch. Also, okay, das ist jetzt schlecht, aber ihr könnt grundsätzlich, wenn ihr 30 bis 40% CDR habt, vielleicht geht's nicht nahtlos. Vielleicht nicht nahtlos, okay? Es wäre auch ein bisschen OP. Aber, wie gesagt, uns fehlen ja auch noch 2 Punkte. Das reduziert den Cooldown ja noch und wir kriegen auch noch ein bisschen CDR. Dann könnt ihr auf jeden Fall, vielleicht könnten wir den hier mal nehmen, das wäre cool. Okay, thank you, boys. Thank you. So. Zack. Machen wir mal CDR, you know. So, immer diese Flames. Also, als Vladimir werde ich so oft geflamed, brauche ich Blue nehmen. Aber du hast ja kein Mana. Ich finde Blue sehr, sehr stark auf Vladimir.
Weil, also das ist halt das CDR. Wir bauen nicht umsonst so fucking viel CDR. Jetzt haben wir 39%, jetzt können wir schon mal fast gucken. Also ob das mit dem Pool schon hinhaut. Wobei uns noch ein Punkt im Pool fehlt. Das ist natürlich ein bisschen mad, aber CDR ist extrem wichtig. Also wenn euch irgendwelche Leute blamen und ihr Blue habt, dann ist das halt so. Aber Blue ist sehr, sehr stark. Auch wenn ihr keinen Mana habt. Ich finde Blue Buff im Moment eigentlich. Ich finde Blue Buff eh ist eher so ein Spell von wegen. Jetzt kommen 20 Leute hier oben. Von wegen CDR und nicht mehr Mana. Also Mana, ja, vielleicht auch mal Nivea, aber der Mana-Buff ist jetzt auch nicht mehr so stark. Also Zed kriegt man eh nicht tot, aber wir probieren es einfach mal. Bada, 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 da, ja, der stirbt hier schon fast in der Minions-Abo. Okay, lassen wir das. Wir pushen jetzt einfach hier mal irgendwo. Lass mal top pushen jetzt. Einfach top pushen. Okay, er will es auf jeden Fall wissen. Er macht es anscheinend auch. Okay, cool. Dann gehe ich jetzt. Oh, guten Tag, wie geht's? So, wir machen jetzt mal aggressive, offensive Plays jetzt hier. So, sie ist die erste. Nice Ulti, by the way, Bro. So, jetzt gehen wir mal hier weiter. Ignite machen wir direkt rauf. Pot. Zack, jetzt mal mit unser Stundenglas. Ah, es wird eng, es wird eng, es wird eng. So, da kommt unser Pool, seht ihr es? Und jetzt wieder direkt ein Q-Mann. Okay, es wird jetzt nicht reichen, weil. Aber es ging noch. Aber habt ihr es gesehen, Leute? Wichtig ist, dass ihr vorm Pool Q macht und vorm Stundenglas. Immer noch das Q, wenn ihr es rauskriegt. Q, Pool. Q, Stundenglas. Q, Pool. Und dann wieder ein Q. Das heißt, ihr kriegt immer die HP, die maximale HP raus. Also nicht einfach Pool, Stundenglas, Pool. Ja, wenn es nicht anders geht, klar, dann macht ihr das. Aber wenn möglich, Q, Pool. Q, Stundenglas. Q, Pool. Und dann wieder Q. Da habt ihr immer diese HP. Es geht nur um die HP. Das E würde ich nicht machen, das dauert zu lange. Aber diese HP, diesen Heal, der ist auf jeden Fall nice. So, hier, das war's für meinen Vladimir-Guide. Hat ganz gut geklappt. Ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel, weil ich extrem geraped habe, zerstört habe. So raped man mit Vladimir meistens nicht. Aber ja, vielleicht habe ich nochmal irgendwann ein zweites Game. Aber so haben wir schon mal alle Sachen geklärt, wie man ihn spielt und so weiter. Yo! Bob! Seht dazu, haut da rein und jetzt habe ich endlich diese ganzen Vladimir-Fanboys abgewimmelt. Alles klar.